Willkommen in der Santa Ana Bay. Heute habe ich für euch aus der Netflix War for Cybertron Reihe den Deluxe Class Impacta. Bei Impacta handelt es sich nicht um einen neuen Mold, sondern es ist einfach nur noch mal eine Neuauflage mit leicht veränderten Farben des Siege Impacta, und zwar des normalen Autobot Impacta. Also nicht dieses Decepticon Retools, was in den Dreierpack drin war, sondern der ganz normale Autobot Impacta als Repaint. Und ich weiß jetzt nicht, ob das das gleiche Artwork ist wie auf der Siegebox. Ich habe den nie gehabt. Das ist das erste Mal, dass ich mir diesen Mold tatsächlich angucke heute. Aber vom Stil her genauso gemacht wie Bumblebee auch. Ne? Mit diesem eher blass gehaltenen, fast schon schwarz-weißen Bild von Impacta, was sehr, sehr cool aussieht. Dieses verzerrte Autobot-Logo und diese weiß-rote Box. Wir haben hier mit dem stilisierten Bild und so. Das finde ich ziemlich cool. Also ich mag das Design der Boxen gerne. Ansonsten sind die ja von der Form und Aufmachung und so sehr, sehr ähnlich zu Siege und Earthrise. Und wie sie nicht alle heißen. Und jetzt gucken wir mal in die Box rein und schauen wir, was der gute Impactor so kann. In der Box selber ist neben der Anleitung noch hier dieses weitere Teil, ich glaube, so rum gehört es, dieses Teletran One Backdrop Puzzles dabei, wo ich bis heute nicht weiß, ob das im zusammengebauten Zustand etwas taugt. Liebe Comment Section, wenn ihr da irgendwas wisst, lasst es mich mal wissen. Eine Anleitung hier, dieser Warnhinweiszettel. Das kann alles wieder in die Box. Und dann tun wir die mal an die Seite. Anleitung, ganz kurzer Blick nur, ist, ne, hier glaube ich alles in Rot markiert. Das sind von der Aufmachung her. Die funktionieren ja wirklich gut hier, die Anleitung. Kann man nicht anders sagen. Dann haben wir Impacta mit 1. Dieses Bändchen ist so lose, wo ich mich erst recht frage, warum man das überhaupt dran gemacht hat. Mit 2, 3 Bändchen, mit Waffen. Die Waffen gehen, glaube ich, so raus. Ah, machen wir gleich, aber ist auf jeden Fall unbemaltes graues Plastik. Ne? Ist dieses verwirbelte Plastik ist okay, denke ich. Hier oben, das sieht fast aus, als hätte die einen Bruch, die Waffe. Und weiß so gerade, könnte auch schon wieder einmodelliert sein. Muss man mal gucken. Erstmal hole ich mir jetzt eine Schere. So. Und dann schnippeln wir ihn mal aus seiner Verpackung. Lässt du los. So. So. Und so. Und dann gucken wir mal. Generell fand ich den Mold vom Look nicht schlecht. Ich fand halt die Entscheidung, dass man ihm einen anderen Kopf gegeben hat, als man ihn von Impactor eigentlich kennt. Also er hatte eher so diesen Spartaner-Gladiatorenkopf. Das ist seine IDW, sein IDW-Look. Und das ist, glaube ich, auch den die meisten Leute kennen und mögen. Und deswegen weiß ich nicht, warum man da jetzt zwei Unterschiede, warum man nicht einfach den einen Kopf gelassen hat, dann wäre es gut gewesen. Also ich hätte den deutlich bevorzugt. Nichtsdestotrotz ist der Kopf gelb bemalt, lila bemalt, silber bemalt, das ist alles cool. Super stabile Figur. Super geil. Also die Gelenke hat Hasbro im Griff. Finde ich echt gut. Richtig gut. Dann ist etwas, was ich ein bisschen seltsam, also er hat generell, ist, er hat überall so diese, auf diesem eigentlichen Lila, das war so eher so die Grundfarbe von dem normalen Impactor Mold, hat er überall hier diese Schattierung, so wie verrußt und so, das sieht eigentlich ganz cool aus. Was ich nicht kapiere, ist, warum man es auf dem Kopf nicht gemacht hat und vor allem auch auf der Waffe nicht gemacht hat. Die Waffe passt überhaupt nicht mehr zum Rest der Figur. Und auch hier unten auf dem Gelb hat man scheinbar versucht, das zu simulieren, indem man das Gelb einfach abgedunkelt hat. Das sieht halt jetzt eher aus wie so ein dreckiges Braun-Grün. Gefällt mir vom Farbton nicht, zumal das Gelb da drin dann wieder relativ unbeschadet ist. Also, weiß nicht. Auf dem Lila gefällt es mir gut mit diesen Schattierungen. Der Rest bin ich noch nicht so, gehe ich noch nicht so schwanger mit insgesamt. Füße sind hier so ein bisschen locker. Also nicht so richtig locker, aber bewegen sich sehr, sehr leicht. Also Proportion, Look finde ich toll. Was ich halt überhaupt nicht mag, ist das hier. Hier in den Armen, denke ich, geht es. Fällt halt ein bisschen auf durch das gelbe Teil, aber immerhin ist es nicht wirklich hohl. Das ist in Ordnung. Hier in den Beinen, das finde ich halt extrem. Da gibt es auch, das Erste, was rauskam, nachdem die Figur angekündigt war, war ein Third-Party-Upgrade-Kit für diese Hohlräume. Aber ansonsten, erster Eindruck ist nicht schlecht. Auf jeden Fall eine stabile Deluxe-Figur. Dieser Fleck hier, weiß ich noch nicht, was ich davon halte. Gucken wir uns jetzt alles ganz in Ruhe an. Ich werde mir jetzt die Transformation und alles nochmal anschauen. Und dann zeige ich euch die Details. Wir beginnen im Bot-Modus und wie ihr seht, hält er sämtliche Zubehörteile ohne Probleme in den Händen. Das liegt daran,
dass die Hände komplett bemalt sind mit gelber Farbe. Dadurch haben die natürlich noch mal ein bisschen mehr Auflagefläche. Sicherlich wird sich da über Zeit in den Packs irgendwo die Farbe abrubbeln, aber auf der Innenseite ist das ja relativ egal. Ihr seht, wir haben hier, ne, es gibt mehrere Looks, die ihr ihm verpassen könnt. Hier seinen Look mit der Harpune an der Hand, wie man das ja, so wie ich ihn eigentlich kenne, ja, müsst ihr aber nicht machen, ihr könnt auch das Ding rausziehen und dann klappt die Hand einfach wieder raus. Ihr könnt die Harpune auch auf die andere Seite machen, die Hand ist genauso beweglich, also das funktioniert problemlos. Und auch hier seine Waffe hält er ohne Schwierigkeiten. Die Waffe, wie gesagt, von der Form ist die ganz cool, bisschen Hohlraum so in den Seiten und halt dieses grau verwirbelte Plastik, was man halt liebt oder nicht, aber das funktioniert ganz gut. Wir haben vorne hier diese kleinen Packs, wo die Waffeneffekte drauf können, hinten haben wir noch Möglichkeiten, gegebenenfalls auch hier die kleine Waffe zum Beispiel mit dran zu stecken, wenn man es so machen möchte. Also wir haben wie so oft bei der War for Cybertron-Reihe extrem viele Möglichkeiten, die Waffen zu kombinieren, die Waffen auch an den Figuren, an der Figur unterzubringen. Wir haben hier einen Port, da einen Port, da einen Port, hier Port, 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 alles voller Ports. Ne? Hier gibt es hier noch einen. Also ihr könnt die Dinger überall dran stecken, wo ihr lustig seid. Das ist irgendwie ganz nett. Ich finde aber zum Beispiel, es hat manchmal auch gewisse Nachteile. Zum Beispiel bei dieser Harpune. Ja, wir haben jetzt hier noch diesen Pack unten dran. Dadurch könnt ihr das Ding zum Beispiel auch als Handwaffe halten. Oder könnt ihr es dann hinterher im Alt-Mode, ne, seht ihr gleich noch, hier oben auf die Waffe stellen. Das ist ja alles schön, dass man das Ding überall unterbekommt. Aber ich finde, für den eigentlichen Look, nämlich für diesen Harpunen-Look, ist es kontraproduktiv. Weil dann hast du hier unten diesen Pinöpel da dran hängen. Ich weiß nicht, bin ich nicht so... Da würde ich lieber darauf verzichten, dass man das überall verwenden kann und gegebenenfalls das Teil an die Seite legen muss im Alt-Mode oder das Ding lieber irgendwo unten reinstecken und dafür eine saubere Harpune haben. Irgendwie, weiß nicht, hätte mir das besser gefallen. Und was diese potenzielle Bruchstelle angeht, die ich eingangs erwähnt habe, ist definitiv Teil des Gusses, sieht aber etwas gewöhnungsbedürftig aus. Soweit zum Zubehör. Ich denke, die Schulterkanone könnte man streng genommen auch als Zubehör werten. Soweit ich das sehen kann, kann man die allerdings nicht abnehmen. Von daher ist sie für mich Teil des Bots. Der Bot ist vom Design her sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Sehr verspielt, was die Liniendetails angeht im Guss. Ne, wenn man sich allein mal die Brust anguckt, was man hier an Querlinien hat. Und hier drinnen oben dann das hier das Autobot-Symbol. Ist ähnlich wie bei Netflix. Oder wie bei Netflix Bumblebee, habe ich auch schon gesagt, da war ich mit der Platzierung des Autobot-Symbols auf Bumblebee nicht so zufrieden, weil er in der Serie streng genommen noch kein Autobot war. Ähnliches gilt für Impactor. Der war eigentlich bis zum Schluss war der Decepticon. Ja. Und da hat ein Stück weit die Seiten gewechselt. Jein, nicht wirklich. Er hat sich halt nur mit den Autobots verbündet, einfach weil er gemerkt hat, das ist nicht mehr so seine Welt bei den Decepticons. Aber ich weiß nicht, ich finde das mit dem Symbol ein bisschen drüber. Ich hätte drauf verzichten können. Ansonsten wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Viel Bemalung drauf. Das Lila ist der Grundkunststoff, aber dann haben wir hier oben drauf, ich weiß nicht, ob es gedruckt ist oder drüber gemalt, diese schwarzen Flecken. Ich finde, auf dem Lila sieht es cool aus, weil es dezent ist. Weil es dezent ist und entsprechend als wirklich als Ruß und so und oder als Kampfschaden funktioniert das für mich. Wunderbar. Das Gelb ist fast überall bemalt. Hier sieht man, ne, wo es ein bisschen blasser ist, ist es entsprechend der Kunststoff. Finde ich nicht ganz optimal. Hätte man was Kräftigeres nehmen müssen, dass es nicht ganz so extrem auffällt. Auch hier oben auf der Waffe zum Beispiel hat man das meines Erachtens genommen. Wobei die Waffe... Die könnte tatsächlich auch irgendwie bemalt sein. Ihr seht, hier sind so ein paar Flecken drauf. Schwer zu beurteilen, aber ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich alles lila ist und man hat gelb drüber gemalt. Dann hat man definitiv eine Schicht zu wenig, weil hier hat man es sehr uneinheitlich, wo der Rest der Waffe einheitlich ist. Also, weiß ich, Bemalung ist insgesamt bei der Figur sehr inkonsistent. Sieht nicht per se schlecht aus, aber ist inkonsistent. Und hier unten haben wir entsprechend auch hier diese Farbschattierungen auf dem Plastik hier, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich mag halt diesen Grundton, dieses Grünliche nicht so gerne. Größter Nachteil, hatte ich schon erwähnt, sind die Hohlräume. Ich finde aber, sie fallen gar nicht, also auf Fotos fand ich es extremer. Jetzt so, wo ich die Figur in der Hand habe, stören sie mich so nicht so maximal. Weiß nicht, in den wenigsten Posen fällt es mir wirklich, sticht es mir wie ein Dorn ins Auge. Da habe ich schon schlimmere Figuren gehabt. Vielleicht, weil dieser Quersteg drin ist, dadurch ist es ein bisschen aufgelockert. Ich weiß es nicht. Backpack steht ein bisschen raus, ist aber ganz cool. Ich denke, es gibt immer so ein bisschen breitere Schultern. Das ist, denke ich, in Ordnung. Das ist alles cool. Also größtes Manko vom Look her für mich wirklich die Uneinheitlichkeit der Farben. Am meisten stört mich, dass hier die Waffe dieses Weathering nicht hat. Und auch hier oben, das auf dem Kamm entsprechend versäumt wurde. Ansonsten Kopf silber bemalt, Augen sind rot, das sieht alles cool aus. Insgesamt eine ziemlich gut designte, interessante Figur. Bei der Beweglichkeit haben wir den Kopf auf einer Kugel. Damit könnt ihr aber nicht viel machen, denn die Neigung links-rechts ist kaum vorhanden. Hält sie auch nicht gut. Blick nach oben fast nichts, nach unten nichts.
und nach oben. Das zählt ja fast nicht. Was man eigentlich machen kann, ist hier hinten die Klappe öffnen für die Transformation. Dadurch kann man den Kopf halt so ein bisschen nach hinten versenken. Von daher kann man für ein Foto oder für eine Pose kann man das sicherlich nutzen. Das würde ich noch werden. Dann haben wir die Schultern. Ne, schön, dass jetzt durch die hohe Platzierung des Gelenks gehen die wirklich über 90 Grad raus. Sehr, sehr cool und gehen 360 Grad rundherum. Butterfly oder sowas haben wir in dem Sinne keinen. Oberarm rotiert 360 Grad. Einfaches Gelenk am Ellenbogen für 90 Grad. Handgelenk generell starr komplett. Ihr könnt es halt so ein bisschen neigen aufgrund dieses Austauschgimmicks, beziehungsweise für die Transformation wird es auch noch gebraucht. Aber das geht halt nur so bis zum gewissen Grad irgendwo gut, dann sieht es ein bisschen seltsam aus. Aber es ist da. Dann haben wir eine Rotation, nicht an der Hüfte, also nicht hier unten, sondern am Torso oben. Sieht optisch ein bisschen komisch aus, aber die Reichweite ist da. Was wir allerdings auch haben, auch transformationsbedingt, aber den Hohlraum habe ich eben gar nicht erwähnt, aber das heißt auch, dass er mich nicht so stört, scheinbar. Vielleicht, weil er so dunkel ist innen drin, deswegen fällt es nicht so oft. Wir haben eine Rumpfbeuge, ihr könnt nämlich den Bot hier hinten aushaken und dann geht er wirklich 90 Grad nach vorne rüber. Wie gesagt, ist ein Transformationsding, aber ich mag das halt, wenn Transformationsgelenke dann sinnvoll auch als Artikulationspunkte benutzt werden können. Sehr, sehr cool. Beine voll nach vorne, voll nach hinten, voll nach außen sogar. Mit einer sanften Ratsche drin, also überhaupt nichts zu meckern. Oberschenkel rotiert nicht, dafür haben wir eine Rotation am Knie, die das Ganze so ein bisschen auffängt. 90 Grad Gelenk fürs Knie. Dann haben wir den Fuß, den könnt ihr nach außen und ein kleines bisschen auch nach innen, ist sogar eigentlich schon ganz ordentlich, nach innen ausstellen. Wir haben den Zeh, der sich nach unten bewegt, großartig nicht nach oben. Auch sonst könnt ihr mit dem Fuß dann nichts mehr machen. Und hier diese Seitenplatte, die ist nicht so super fest arretiert irgendwie. Die verrutscht einem manchmal, aber das ist nicht dramatisch. Also insgesamt eine ziemlich bewegliche Figur mit ein paar interessanten Kompromissen, wie ich finde. Aber schlecht ist definitiv anders. Zum Größenvergleich habe ich ganz im Sinne von Rack and Rule Springer aus der Siege-Reihe dazu geholt. Eine Voyager-Figur. Und bisher hat mich die Größe von Impacto eigentlich gar nicht gestört. Jetzt, wo ich die zwei so nebeneinander sehe, finde ich ihn zu klein. In meinem Kopf, das ist jetzt sehr subjektiv, das gebe ich zu, sind die zwei halt ungefähr gleich groß. Ne? Also da mache ich keinen großen Unterschied. Impacto ist ja auch so ein Minenarbeiter-Charakter gewesen, der jetzt irgendwie ein bisschen mickrig wirkt im Vergleich zu Springer. Ansonsten finde ich aber, dass die zwei stilistisch sehr, sehr gut zusammenpassen. Also da kann man definitiv was mit anfangen. Trotzdem, Das kann jetzt objektiv fachlich falsch sein. Vielleicht ist Impactor tatsächlich ein bisschen kleiner, so rein von der Vorlage her. Für mich wäre es aber cooler gewesen, wenn die ungefähr eine Größe gehabt hätten. Guckt man auf die nackten Zahlen, merkt man, dass Impactor gar nicht so klein ist. Er ist nämlich mit fast 15 cm für eine Deluxe-Class-Figur sogar relativ groß und mit 101 Gramm auch verhältnismäßig schwer. Für die Verwandlung dreht ihr zunächst den Kopf um 180 Grad, öffnet hier hinten diese Klappe und versenkt den Kopf ganz klassisch im Torso. Die Waffe könnt ihr einmal 180 Grad rumschwingen, dann öffnet ihr hier vorne die Brustplatte, schwingt die Arme 90 Grad hoch und die Unterarme um 180 Grad rum, klappt die Hände nach innen und schwingt den Arm dann hier entsprechend unter die Brustplatte. Ihr wiederholt das Ganze auf der anderen Seite, ne, jeden einzelnen Schritt. Bringt das ganze Ding jetzt aber noch nicht ganz runter, sondern nehmt jetzt eure Waffe und steckt die hier seitlich einmal rein und bringt dann die Arme hier in der Mitte über die Waffe zusammen und drückt dann die Brustplatte hier von oben auf die Arme. Das ist ein bisschen knackig, auf beiden Seiten zu treffen, aber es funktioniert. Dann nehmt ihr den Torso, klappt den hier einmal 90 Grad nach oben, nehmt eure Füße, schwingt die hier nach außen, klappt die Zehen nach unten. Und dann nehmt ihr diese Platten hier mit den Ketten und schwingt die um 180 Grad nach hinten. Die Beine könnt ihr hier in der Mitte zusammenbringen. Hoppala. Und dann nehmt ihr eure Füße, die haben hier so Öffnungen und da hinten ist ein entsprechender Pin. Und dann drückt ihr die Füße da rein und dadurch kriegt das ganze Ding dann seine Stabilität. Bringt das alles noch so ein bisschen in Form, das hier vorne löst sich ganz gern nochmal. Und dann seid ihr, wenn ihr eure Harpune hier oben noch drauf gesteckt habt, mit Impactor im Panzermodus fertig. Und ich muss gestehen, den finde ich geiler, als ich gedacht hätte. Super cooler Panzer. Erstmal mag ich die Transformation, die ist relativ einfach, flüssig, gut zu merken und aber auch viel recht clever an einigen Stellen. Finde ich gut. Und ich finde, der ist vor allem super geil abgeschlossen. Also ihr seht vom Bot, klar, hier hinten, das sind die Füße, ja, aber dadurch, dass die sind so verändert optisch, genau wie die Arme hier, dass man die Hände nicht mehr wirklich sieht. Also, ich finde, der ist super gut gemacht. Richtig gut. Wir haben hier diese Plastikrollen, ne? Dadurch kann er auch entsprechend
rollen. Wir haben hier vorne so ein paar Details, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben im Bot-Modus, wie diese silberbemalten Krallen, sehr, sehr cool. Auch hier diese ganzen Details kommen jetzt gut durch. Hier diese Seitenstreifen, das sieht toll aus, die bemalten Ketten. Ne, ich finde, das hätte man auch noch bemalen können, der Vollständigkeit halber. Andererseits ist das Meckern auf hohem Niveau. Die Farbunterschiede bei der Waffe stören mich auch hier, aber ist auch clever gelöst, ne, mit diesem Rumschwingen, und dadurch hat man den gleichen Look, ist aber an anderen Stelle, und dass man ein Parts-Forming-Teil draus gemacht hat, ist schlau. Ist einfach ein super schlau gemachter Alt-Mode, und er hat tatsächlich auch ein paar Play-Features. Neben dem Rollen könnt ihr nämlich den Turm 360 Grad drehen, finde ich beim Panzer immer elementar, und wenn ihr wollt, also er ist ein bisschen weit nach hinten versetzt, ne, aber so für so ein paar Sachen funktioniert das gut, und ihr könnt ihn sogar hier noch ein bisschen nach oben zielen lassen. Also ich bin von diesem Alt-Mode, müssen dann hier wieder zusammenstecken. Bin ich insgesamt, ehrlich gesagt, ziemlich begeistert, und ich hätte das nicht gedacht, dass man hier das Ganze so clever umsetzt. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen nervt, ist, ich habe es gerade gesehen, diese Verbindung hier, die ist nicht so super toll. Sie geht halt schön einfach zusammen, das ist cool. Sie geht aber halt leider durch den, wenn man sie ein bisschen verzieht und so, löst die sich auch immer wieder mal. Das nervt ein bisschen. Das ist aber auch das Einzige. Alles andere finde ich an diesem Panzer richtig cool. Zum größten Vergleich haben wir einmal aus Traditionsgründen Masterpiece Prowl, den tun wir direkt an die Seite, und auch hier den Siege Springer im Auto-Modus. Und hier ist jetzt das, was ich eingangs bei den Bots schon mal gesagt habe, kommt das nochmal mehr rüber. Das ist ein Panzer, ja, ein Panzer, und das ist ein normales Auto. Hier stimmt das Größenverhältnis überhaupt nicht mehr. Das hätte also optisch definitiv eher so gehört, von daher eher hier als Voyager-Class, und dann wäre das sicherlich, ne, geht schon wieder auseinander hier, dann wäre das richtig, richtig cool gewesen. So passen sie mal wieder vom Stil, aber nicht von der Größe. Fazit: Das größte Problem der Figur meines Erachtens ist die Bemalung. Ich mag generell das Weathering auf dem Lila. Das sieht richtig gut aus, wie ich finde, sieht überzeugend aus, ist irgendwie dezent und trotzdem präsent und spürbar. Und da stört mich eigentlich nur, dass man es nicht bis auf die Schulterkante durchgezogen hat, die dadurch so ein bisschen raussticht. Ich finde es bei dem Gelb allerdings, ist es nicht so wirklich gelungen. Wir haben einmal dieses bräunlich-grüne an den Beinen, ob man das jetzt mag oder nicht, ist sicherlich subjektiv. Aber wir haben halt dagegen gestellt diese knallig-gelben Hände, die knallig-gelben Flecken auf der Brust, den knallig-gelben Kopf und als zweiten Kontrast dieses blassgelbe vom unbemalten Plastik. Das alles zusammen gibt ein sehr inkohärentes Bild und macht für mich das Farbschema so ein bisschen kaputt. Alles andere an diesem Mold gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Der Bot ist vom Design her top. Das Einzige, was mich stört, ist der Hohlraum in den Beinen, aber auch der stört mich nicht ansatzweise so stark, wie ich es befürchtet hätte. Die Proportionen sind gut, das Design ist gut. Klar, hätte ich lieber den anderen Kopf gesehen, aber auch das ist sicherlich subjektiv. Ansonsten ist der Bot sehr, sehr gut gemacht. Der ist auch sehr, sehr stabil. Wir haben tolle Gelenke. Wir haben bis auf die Füße, die Zehen, die so ein bisschen wackelig sind, alles andere wirklich sehr, sehr stabil. Wir haben großartiges Material. Also der fühlt sich super hochwertig an, vielleicht am hochwertigsten von allen Netflix und Siege und Earthrise Figuren, die ich bisher mir angucken durfte. Kann aber auch sein, dass das täuscht, weil er halt so viel bemalt ist von oben bis unten, was die Haptik sicherlich nochmal verändert. Die Transformation ist super fetzig, macht richtig Spaß vor und zurück, ist intuitiv und sehr, sehr gut zu bedienen und auch clever ausgedacht an vielen Stellen. Und raus kommt dabei ein unfassbar cooler Panzer, der mich wirklich überrascht hat, wie gut ich den finde. Sehr, sehr abgeschlossen, sehr kompakt irgendwie, hat noch ein bisschen Spielfaktor mit dem drehenden Turm und durch das Rollen und so weiter, sodass ich den Alt Mode definitiv nochmal eine Spur besser finde als den Bot. Der Preis ist sicherlich nicht ganz ohne, wenn man ihn online bestellt hat. Mittlerweile merken wir aber, dass der Rollout bei den Netflix-Figuren auch in dieser Welle im deutschen Einzelhandel scheinbar wieder ziemlich gut ist, sodass man die Figur auch im Einzelhandel für unter 30 Euro kriegen kann, was ich wiederum irgendwie okay finde. Also alles in allem eine überraschend gute Figur. Ich würde nur vielleicht nicht unbedingt diese Variante nehmen, außer man steht total auf das Farbschema. Ich persönlich würde eher gucken, ob man vielleicht den normalen Siege Impactor bekommt oder vielleicht sogar den Decepticon-Variante aus dem Dreierpack, denn die ist vom Kopf her sicherlich nochmal die spannendste, vom Mold her aber definitiv was Gutes. Soweit mein Video zum Netflix Impactor. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.